Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Applecat. Ja, da steht es, das Lego Monster Fighters Haus, die Geistervilla. Ein ganz hervorragendes Set, in meinem Fall hier aber nicht von Lego, sondern von Lippin. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe es ja hier mit euch im Kanal zusammengebaut, könnt ihr euch gerne anschauen. Ist, glaube ich, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Heute geht es darum, in diese recht dunkle Villa bisschen Beleuchtung reinzubekommen. Wir bauen dort eine LED-Beleuchtung ein und das bietet sich ja hier unglaublich gut an, denn man kann das ganze Set ja schön aufklappen und kann dann hier eine Beleuchtung einbauen. Und das ist natürlich keine ganz normale weiße Beleuchtung, sondern eine grüne Gruselbeleuchtung. Und hier habe ich das Set schon. Ist echt günstig zu kriegen. Ich habe es für, ich glaube, so um die 6 Euro bekommen bei AliExpress. Auch das Set hier verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das gerne selbst machen. Die Herausforderung wird natürlich sein, das alles hier so einzubauen, auch mit den ganzen Kabeln, dass das einigermaßen ordentlich noch aussieht von innen. Aber zuerst will ich mal schauen, ob das hier auch funktioniert und ob alles leuchtet oder eben nicht. Und wir sehen es schon, hier alles grün, grüne LEDs und sie sind alle am Leuchten. Das ist schon mal sehr gut. Und dann können wir ja mal hier eine kleine Vorschau machen. Wie wird das dann später aussehen, wenn wir hier so ein grünes Leuchten drin haben? Ich denke, das sieht nachher richtig cool aus. Ich liebe ja so LED-Geschichten und Beleuchtungen, gerade hier bei den Häusern und bei den Autos von Lego oder generell bei den Klemmbausteinmodellen. Tolle Sache. So, aber ihr habt schon gesehen, funktionieren tut das auf jeden Fall. Aber jetzt friemeln wir das mal auseinander und dann vor allem hier ins Haus rein. Ja, wie wurde uns das denn verpackt hier von den lieben chinesischen Freunden bei AliExpress? Ihr seht, man hat hier sehr viele dünne kleine Käbelchen und muss da schon aufpassen, dass man die nicht so schnell kaputt macht. Und das ist schon fummelig. Also ich mache mal alles auseinander und dann schauen wir, wie die jetzt hier miteinander verbunden sind, wie viel Kabel wir haben, dass wir überall durchleiten können. Denn eine Anleitung gab es jetzt hier nicht dazu. Das wurde einfach nur hier in so ein Tütchen geschickt, ohne Anleitung, ohne PDF, ohne QR-Code. Ja, kriegt man schon irgendwie selbst hin. Und ja, ich habe hier den USB-Anschluss, dann haben wir hier die ganzen dünnen Kabel und das ist so ziemlich verwunden. Und dann haben wir hier Stück für Stück für Stück dann die einzelnen Leuchtmodule oder Leuchtsteine, kann man ja sagen. Das sind immer so 1x4er, wo unten dann drei LEDs drin sind. Da sind die dann so dran gemacht. Okay, das wird jetzt hier von mir ein klein wenig entwirrt und dann baue ich das mal hier ins Haus ein. Und am Ende schauen wir uns an, ob es denn wirklich gut aussieht, ob sich das für euch lohnt oder ob das hier nur ein bisschen Gefummel für wenig Effekt war. So, da hätten wir die Grundverkabelung. Also so soll es natürlich hier nicht bleiben. Aber man muss ja erstmal ein paar Entscheidungen treffen. Erstmal, wo kommt denn das USB-Kabel am Ende raus? Ich wollte es ursprünglich hier hinten durchs Fenster durchbringen, aber dafür ist das USB-Kabel einfach etwas zu groß. Man könnte natürlich das Ding hier erst ein bisschen auseinanderbauen und das dann trotzdem hier durchleiten. Aber ich dachte mir, ich lasse es einfach hier zum Seitenausgang dann rauskommen und dann muss ich das noch ein bisschen schöner verkleiden natürlich. Und das gilt für den ganzen Rest auch. Insgesamt kann man den Kabelstrang hier in drei Kabel aufteilen, wo jeweils zwei Lampen dran sind. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, einen Kabelstrang für jede Etage, so kann man sehen, dann läuft immer ein Kabel dann hier durch und hier unten ist dann jeweils ja so das Lichtchen verbaut, einfach hier unter die Decke geklemmt, hier und einmal hier und einmal hier und ganz hier unten, ich hoffe man kann es sehen, einmal hier und einmal hier. So, das war ja jetzt noch überhaupt gar nicht schwierig. Das Schwierige kommt jetzt noch. Jetzt müssen die Kabel hier möglichst so verschwinden, dass man dann nicht mehr viel von sieht. Ich will das später nur noch hier an der Seite, ja da wo es eben sein muss, wegen dem Klappmechanismus, dass nur noch dort ein Kabel zu sehen ist, hoffentlich. Und der Rest, der soll dann ordentlich sein. Und genau dafür habe ich mir hier meine Ersatzteilkisten schon mal besorgt. Da hole ich mir dann hier so kleinere Steinchen, wo ich dann die Kabelführung irgendwie machen kann, dass ich das dann hier so drunter klemme, dass die Kabel hier unter der Decke oder unter dem Fußboden hoffentlich verschwinden werden. Also, da bastle ich jetzt nochmal rum und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Tja, und da ist es fertig. Und seid mal ganz ehrlich,
Das wirkt doch schon ganz anders, oder? Also die Beleuchtung, die finde ich echt cool. Es gibt auch noch so eine abgegradete Beleuchtung. Da hat man so einen Pulsiereffekt und so einen Blitzeffekt. Ist aber eine gute Ecke teurer. Aber ich finde allein hier das mit der grünen Beleuchtung und wie das hier aus den Fenstern auch rausscheint, das sieht richtig cool aus. Doch, hat sich gelohnt, der kleine Aufwand. Wir schauen noch mal genau rum. Also hier im Erdgeschoss kann man jetzt schön sehen, hier die Tür, Fenster, wie das hier durchleuchtet, auch hier im ersten Stock. Dann sieht man auch mal hier die Vorhänge gut und auch hier noch die Spinne, die im Fenster drin hängt. Sehr schön. Also doch, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Gehen wir mal hier zur Seite rüber. Auch dort haben wir dann entsprechend die Beleuchtung in den Fenstern drin und natürlich auch hier beim Seitenausgang und an der anderen Seite. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir gleich zu dem Teil, der nicht ganz so schön aussieht. Und das ist hier der Kabelpart. Ja, ein bisschen Kabel muss natürlich leider sein. Wie das hier rausstrahlt. Richtig cool. Gefällt mir gut. So, Tür noch mal ein bisschen mehr zu. Und dann zeige ich euch jetzt noch mal, wie ich das Ganze hier bewerkstelligt habe. Und wie es dann im Endeffekt auch im aufgeklappten Zustand aussieht. Also meine Version. Wir machen jetzt einfach mal hier, wir klappen es auf. Hey, da leuchtet es aber ganz ordentlich und aufgeklappt. Ich verstecke mal hier die Kabelbox so ein klein wenig, damit man das nicht so sieht. Ja, aufgeklappt sieht das Ganze dann so aus. Damit ihr einen guten Blick dann darauf habt, wie es dann eben aussieht, einmal zugeklappt, schönes Leuchten, perfekt, um es irgendwo hinzustellen. Und dann aufgeklappt, ja, ist es auch richtig, richtig hell. So, aber ich mache jetzt auch ein bisschen heller, damit ihr noch mal was sehen könnt. Nämlich, wo ich jetzt hier die Kabel noch sichtbar habe, ist zum einen, klar, hier, wo der Klappmechanismus ist, da müssen die Kabel ja ein bisschen Spiel haben, damit sich das Ganze dann auch dementsprechend bewegen und anpassen kann. Aber im aufgeklappten Zustand habe ich mich bemüht, na, hier müsste ich, so muss es eigentlich sein, dass man die möglichst wenig sieht, die Kabel. Und ich finde, das ist eigentlich so auch ganz gut geraten. Wo es dann natürlich ein bisschen komplizierter wurde, ist hier hinten der Bereich. Aber das zeige ich euch mal jetzt hier im Detail. Denn meine Lösung sieht ja so aus, die Kabel kommen hier durch die Seiteneingangstür rein. Dann werden die erstmal hier rumgeleitet und wir haben direkt das erste Beleuchtungsmodul hier oben. Und von da aus habe ich die Kabel dann hier rumgeleitet, einmal hier hoch und habe hier zweimal diese Teile, wo wie so eine kleine Schiene dran ist, so eine 1x2er mit Schiene, zwei Stück davon und habe die Kabel dann hier durchgeleitet, dass ich wie so einen kleinen Kabeltunnel das Ganze habe. Dann habe ich hier eine schöne Führung. Dann geht es hier hinter das Bild. Hinterm Bild geht es dann einmal hoch, einen Stock höher und natürlich einmal auch hier an die Decke, wo dann nochmal die Beleuchtung dran gebaut wurde. Und von da aus geht dann hier, das ist echt alles schwer zu sehen, geht dann hier nochmal das Kabel weiter von der Beleuchtung hier rüber. Einmal hier hinten dran rüber und dann einmal hier rum zum nächsten Raum. Und hier habe ich dann nochmal mit so einem 1x2er Steinchen, vielleicht könnt ihr es sehen, vielleicht nicht. Auf jeden Fall habe ich das Kabel da nochmal fixiert, genauso wie hier. Da habe ich das Kabel auch nochmal ein bisschen fixiert. Und dann sieht das ganz ordentlich aus. Und ja, hier hinterm Bild geht das nächste Kabel hoch, einmal hier. Das habe ich dann hinter so einem Stein auch hier ein bisschen eingeklemmt. So ein 1x3er in Grau, das fällt gar nicht großartig auf. Dann geht es einmal hier rum, einmal nach oben. Und dann haben wir da nochmal die Deckenbeleuchtung, Kabelführung mit einem 1x2er Stein nochmal fixiert, damit da nichts runterhängt. Und dann geht es nochmal rüber in den nächsten Raum, ebenfalls oben mit einem 1x2er fixiert. Und dann haben wir hier, das sieht noch nicht so, und dann haben wir hier dann unser letztes Leuchtmittel. Ja, und so geht's doch. Kann man machen. Ist ganz ordentlich. Natürlich muss man jetzt noch eine Lösung finden, wenn man es hinstellt, wie man hier ja am besten die Stromversorgung sicherstellt. Denn immer so eine Powerbank ist ja nicht die Lösung. Für mich hilft da ganz hervorragend hier sowas, so ein USB-Hub, wo man auch hier einzeln die einzelnen USB-Stecker ein- und ausschalten kann. Das läuft auch über einen USB-Port. Da steckt man dann irgendwie ein USB-Steckerchen rein vom Handy oder man kauft sich eins. Und dann hat man hier mit einem USB-Anschluss ganz, ganz viele verschiedene. Denn wenn ihr das so machen wollt wie ich will hier viele Häuser beleuchten, kann ich die alle hier einstecken, habe da nur einen Stecker, kann das dann noch vielleicht über eine Funksteckdose oder eine smarte Steckdose steuern und dann sagen, hier, Dingsbums, mach mal die Häuser an und dann ist alles hier wunderbar erleuchtet. Ja, so ist der Plan, Freunde. Das hier war der erste Schritt für die Beleuchtungsumsetzung. Ich finde es echt cool.
Ist ein sehr schöner Effekt. Ich bringe es jetzt nochmal dorthin, wo es hingehört, und dann zeige ich euch, ja, wie hier meine kleine Vision für meine Häuser ist. Und da wäre das Häuschen am Bestimmungsort. Ich mache mal Licht an. Ja, und da leuchtete es schon ganz bedrohlich und sieht einfach cool aus. Gefällt mir sehr gut. Jetzt zeige ich euch aber auch, wo das steht und was da noch so alles beleuchtet werden soll. Das wäre nämlich hier, und zwar ist das ja unser Kleiderschrank. Alexa Schlafzimmerlicht 100%. Jetzt könnt ihr das hoffentlich gut sehen. Das steht hier alles auf unserem Kleiderschrank. Da ist noch genug Platz. Da wollen wir eine schöne Häuserzeile uns hinbauen und da natürlich alles mit LED beleuchtet haben. Nicht nur hier so ein Spukgruselhaus, sondern auch hier die anderen Häuser. Und nein, das hier habe nicht alles ich alleine gebaut. Die beiden hier sind tatsächlich von meiner Freundin gebaut worden. Ja, das Palace Cinema und ja, das da weiß ich gar nicht mehr, wie das Gebäude da genau heißt. Aber wir haben noch ein paar andere da stehen, die noch gebaut werden müssen. Insgesamt aktuell noch zwei, also eine Lücke. Dann haben wir hier nochmal eine Lücke und ja, also ich habe noch ein bisschen Platz. Da können noch ein paar Modular Buildings hinkommen. So, jetzt nochmal hier zur Umsetzung. Hier habe ich also das Spukhaus stehen, und wenn ich jetzt mal hier dahinter gehe, schaut nicht auf den Staub, seht ihr, da habe ich den USB-Hub dann stehen, und dort hinten ist dann eben die Funksteckdose mit einem iPhone-Ladekäbelchen, wie dann eben hier die Stromversorgung realisiert wird für alle Häuser hier, die später dort stehen werden. Ja, so funktioniert's, Freunde. Ich bin ein LED-Beleuchtungsfreak. Ich finde sowas richtig klasse. Und ja, vielleicht gefällt es euch ja auch. Ich verlinke euch alles, was ihr dafür braucht, hier unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Beleuchten. Und Alexa, Schlafzimmerlicht aus. Und beim abendlichen Genießen eurer beleuchteten Häuserfront. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut.